sendig, wir befinden uns jetzt in Los Angeles, beziehungsweise in Hollywood, wie du hinter mir sehen kannst. Das sind vielleicht 300-400 Meter, sind wir von den Zeichen Hollywood entfernt. Wir sind ein bisschen auf so einen Berg geklettert, stimmt, ja, Kinder? Ja. Wir wollten uns das näher anschauen und schöne Fotos machen. Und ja, wir bleiben ungefähr eine Woche in Los Angeles. Wir wollen uns wirklich alles anschauen, egal ob das jetzt Beverly Hills, Malibu und so weiter, damit wir auch genug Zeit haben. Wie du sehen kannst, neuer Look, gleich neue Kappe, neues T-Shirt. Und dann das Beste ist, gestern wollten wir Öl wechseln bei unserem GMC in den großen Geländewagen. Und das war schon ein neuer Wagen. Und gestern, statt dass die uns nur Öl wechseln, geben die uns gleich ein komplett neues Wagen, ein Lincoln Navigator. Stimmt, Kinder? Ja. Der ist noch cooler, noch luxuriöser. Und der hat, glaube ich, nur 1000 Meilen drauf. Und das ist wirklich, das macht wirklich so viel Spaß, damit zu fahren. Und vor allem, es ist viel Platz. Und wir brauchen viel Platz und ein gemütliches Auto, weil wir bis jetzt schon 8000 Meilen gemacht haben oder gefahren sind. Und mindestens 15 werden noch folgen. Und da muss ich sagen, mit diesem Wagen macht das wirklich, wirklich viel Spaß. Und ja, wie ich schon gesagt habe, wir bleiben jetzt eine Woche noch hier und da wollen wir dir so viel wie möglich zeigen. Und jetzt geht's weiter nach Beverly Hills. Ja, ja. Bis gleich. Ich grüße dich, wir sind gerade in Beverly Hills in einem Park angekommen und da gibt es gleich so eine ganz große Schrift, da steht Beverly Hills und das will ich unbedingt aufnehmen und ein paar Fotos machen. Schau dir diesen riesigen Baum hinter uns an. Das ist fast wie ein Sequoia Nationalpark, oder? Die Kinder wollten schon endlich raus. We'll be right back.
wir in den Universe Studios. Da ist gleich der rote Teppich. Schauen wir uns das gleich an. Da ist die Kugel, da wollten wir ein paar Bilder machen. Heute sind auch nicht so viele Leute, da ist wirklich super. Hallo, wunderschönen guten Morgen aus Malibu. Ja, es ist endlich soweit, wieder am Strand zu sein. Zwar in San Francisco waren wir auch kurz am Strand, es war aber noch nicht so zum Baden. Und jetzt sind wir endlich da in Malibu, circa über 40 Meilen, glaube ich, gefahren. Patrick ist heute zu Hause geblieben. Er wollte heute einen Tag nur für sich haben. Ja, ist der 16-Jährige, will auch seine Ruhe haben. Und ja, vielleicht gehen wir heute auch ins Wasser, nicht vielleicht, ziemlich sicher. Und es ist so traumhaft hier, wirklich nur das Gedanke, dass wir jetzt am Strand von Malibu sind, ist wirklich ein Wahnsinn. Schau dir das an. Heute ist Freitag, sind noch nicht so viele Leute. Es ist auch noch keine Saison. Hallo Kinder. Mein Schatz ist noch im Auto, sie kommen auch gleich. Wirklich Traum. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby, that's made up. Hallo, wir sind hier weitergefahren, circa 13 Meilen und befinden wir uns in Santa Monica. Schau dir das an, schau dir diese riesige Strände an. Wow. Das sind die Kinder, hallo. Da ist so ein Freizeitpark direkt am Strand. Es ist wirklich so schön aufgebaut hier und später gehen wir auch zu Venice Beach. Wieder die Erinnerungen hoch auf Baywatch, auf die Serie Baywatch. Schau dir das einmal an, wie viele Leute da jetzt schon sind. Und das ist nicht einmal Saison, aber Wahnsinn. Da diese Promenade. Und jetzt schauen wir uns da ein bisschen um. Racing through the waves, I want to be where nobody knows. Take me, baby. Schau dir das an, was da los ist. Das ist ein Wahnsinn, oder? Da ist die Family. Wie ich schon gesagt habe, der Patrick ist zu Hause geblieben heute. Wollte seine Ruhe haben. Wahnsinn.
alles voll, aber wahrscheinlich, was heute Freitag ist, circa 1 Uhr Mittag. Gerade in Venice Beach, da ist wirklich, wirklich was los. Meiner Meinung nach ist es wirklich schön anzuschauen. Da ist wirklich super hier. Aber hier zu leben, das wäre mir ein bisschen zu stressig für meinen Geschmack. Selbstverständlich, Geschmäcker sind verschieden, oder? Ich zeige dir das wenigstens, wie das hier aussieht. Das haben meine zwei Kleinen gleich gesehen, die lieben das einfach, diesen Streetwalking, sind überall hochziehen, hochheben, das ist einfach perfekt. Observatory und von da oben hat man super, super Aussicht. Schau dir das einmal an. Perfekte Aussicht auf LA, auf Los Angeles. Vorher war noch bewölkt, jetzt ist wieder super schön, nur ein bisschen windig. Da ist das vorne. Observatorium gibt es hier so ein Berg, das ist ganz, ganz oben, da wollen wir jetzt hin und kann man sicher super tolle Bilder machen. Schau mal, ob das gleich von hier geht oder muss ich rundherum. Ja, du hast Allrad. Und du mit Flip-Flops. David, gehen wir da ganz rauf? Ja! Wirklich? Okay. Macht Spaß. Mir auch. Ich auch. Das ist mir lieber wie im Zentrum spazieren. Da ist das Hollywood-Zeichen. Da ist das Hollywood-Zeichen, richtig. Jeden Tag
aufklettern. Wo wir jetzt sind. Schau, wie schön die das da gemacht haben, diesen Kanal. Also direkt die ganze schöne Häuser. Direkt am Wasser. Es schaut wie in Italien, deswegen heißt er schön auch Venice Beach. Wow. Hallo, ich grüße dich, hier ist wieder der Marek. Ich sitze jetzt in einem Park in Beverly Hills, wie du sehen kannst hinter mir. Da sind wir fast jeden Tag in diesem Park, die Kinder spielen da auf der Wiese. Und ja, in Beverly Hills ist es ein bisschen ruhiger wie im Zentrum. Jetzt waren wir eine Woche in Los Angeles. Da haben wir uns fast alle die wichtigsten Sehenswürdigkeiten angesehen. Egal ob das jetzt das Science, das Hollywood-Zeichen war, Walk of Fame, Venice Beach, Malibu, Universal Studios, kann man sagen, dass wir fast überall wenigstens ein paar Stunden waren. Uns hat wirklich sehr gefallen, vor allem Venice Beach und Malibu ist wirklich schön für meinen Geschmack ein bisschen zu überlaufen, viel zu viele Leute. Ich mag diesen ganzen Stress nicht. Hier in Beverly Hills sind wir ein bisschen herumgefahren. Selbstverständlich bin ich nicht jetzt irgendwelchen Stars nachgelaufen. Oder es gibt so Busse, wo sie dann überall stehen bleiben, wo die Stars wohnen und so. Das interessiert mich nicht so wirklich. Ich habe ein paar Aufnahmen von schönen Häusern gemacht und das war es auch wieder. Und heute am Nachmittag geht es bei uns dann wieder weiter. Es ist wieder so ein bisschen so ein exklusiveres Ort. Und ja, in Kalifornien ist wirklich schön. Heute ist es ein bisschen bewölkt, aber wir haben wirklich wieder super tolles Glück gehabt. Die ganze Woche war wirklich schön. Wir waren sogar am Strand. Und die ganze Zeit nur mit kurzen Ärmeln und Flipflops herumgelaufen. Es war wirklich schön. Und ja, heute am Nachmittag, wie ich schon gesagt habe, geht es dann weiter. Du wirst dann im nächsten Video sehen, wo uns es wieder verschlagen hat. Wir freuen uns schon wirklich. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen super tollen Tag. Wenn es dir das Video gefallen hat, kannst Daumen nach oben geben, kannst uns abonnieren. Ich wünsche dir alles Gute, mach's gut, dein Marek, Padman Family. Tschüss!